Ich grüße euch alle recht herzlich. Pfingsten, wie war das noch einmal mit dem Pfingstfest? Und wie das mit dem Heiligen Geist? Gut die Hälfte der Deutschen wussten bei einer Befragung nicht, was an Pfingsten gefeiert wird. Aber man wusste, dass es zwei Feiertage sind, nämlich der Sonntag und der Montag. Ich persönlich finde es schon erschreckend und traurig, dass viele nicht mehr über solche Dinge nachdenken. Noch schlimmer, es nicht wissen. An Weihnachten feiern die Kirchen die Geburt Jesus Christus. Man bedenke, dass neben Ostern und Weihnachten Pfingsten eines der drei großen Kirchenfeste des Christentums sind. Pfingsten gilt als die Geburtsstunde der christlichen Kirche und der Beginn der Missionierung. Es bezeichnet den 50. Tag nach Ostern. Ursprünglich war Pfingsten ein jüdisches Erntedankfest. Im 4. Jahrhundert wurde es zum ersten Mal als christliches Fest erwähnt. In der Bibel wird es als Pfingstwunder und Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger beschrieben. Der Heilige Geist bildet zusammen mit Gott und Jesus die göttliche Dreifaltigkeit. Vater, Sohn, der Heilige Geist. Aber es ist nur ein Gott. Die Jünger erhielten von Gott den Auftrag, die Taten und Worte seines Sohnes Jesus Christus bei den Menschen lebendig zu halten. Daher gingen die Jünger hinaus in die Welt, um in verschiedenen Sprachen den christlichen Glauben zu verbreiten. Heute feiern die Christengemeinden als Erinnerung daran mit festlichen Gottesdiensten das Pfingstfest. Es wird unterschiedlich gefeiert, wie unter freiem Himmel oder mit Gospelgesängen. Denn es ist ein Fest der Freude. Die Freude darüber, dass die Christen wissen, dass nach dem Tod die Seele zu Gott zurückkehrt. Denn die Seele ist unsterblich. So lasst uns jubeln. Halleluja! 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 Ich wünsche euch schöne und gesegnete Festtage zu Pfingsten. In Liebe, eure Deria.